Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Der Verfassungsgerichtshof hat bekanntlich Teile der Zusammensetzung der ORF-Gremien oder der Bestellung für diese Zusammensetzung als verfassungswidrig bezeichnet. Eine Partei, die den ORF an sich immer kritisiert, aber jetzt im Konkreten auch einen Grund dafür hat, ist die FPÖ. Und zum Thema ORF unter anderem darf ich jetzt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger begrüßen, ist auch Mediensprecher der FPÖ. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Herr Hafenegger, was wollen Sie denn jetzt, wo es dieses Verfassungsgerichtshof-Urteil oder Bescheid gibt, tatsächlich haben? Weil da sind die Regierungsparteien, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Die ÖVP würde gerne was Größeres machen. Die Grünen, glaube ich, kleinere Reparaturen. Ist die FPÖ, so wie die Grünen sagen, einfach nur darauf aus, jetzt den ORF zu zerschlagen? Nein, das sind wir nicht. Wir sagen schon seit Jahren, dass es hier einen ganz, ganz massiven Handlungsbedarf gibt. Und übrigens, wenn die ÖVP jetzt fordert, eine größere Reparatur, stelle man natürlich die Frage, warum die Verfassungsministerin Raab nicht gleich Größeres gemacht hat. Denn wir haben ja den ganzen Gesetzeswertungsprozess mitverfolgt und mitkritisiert. Ich glaube, das ist allen Orten bekannt. Und wir haben von Haus aus gesagt, also das geht ja nicht so, dass man das ORF-Gesetz so weiter behandelt wie in den letzten Jahrzehnten, dass man dort ein Pflaster draufbiegt und da ein Pflaster draufbiegt und oben drüber kommt die Gießkanne mit den Geldern der Zwangsgebührenzahler. Ja. Dass sich das auf die Dauer nicht ausgeht, ist klar. Und jetzt ist das, was wir eigentlich seit Jahrzehnten sagen, ist ja jetzt auch im Prinzip dokumentiert durch den Verfassungsgerichtshof, dass ganz offensichtlich zumindest in gewissen Teilbereichen des ORF-Gesetzes die Politik überhand genommen hat, also konkret jetzt im Bereich der Stiftungsräte, dass über den Stiftungsrat politischer Einfluss in den ORF genommen werden kann und dass das ORF-Gesetz somit gar nicht so kleinen Teilen verfassungswidrig ist. Und das muss man sich jetzt einmal vorstellen. Mhm. Also an so einem Gesetz herumzuzimmern, ja, und nicht zu bemerken, dass man da eigentlich schon die, wie soll ich sagen, eine Leiche aufhübscht. Ja, das muss man jetzt einmal ganz klar erkennen. Und wie gesagt, das zeigt einfach nur, dass die Verfassungsministerin Raab da im Begriff der Inkompetenz ist, dass sie dann irgendeinem Ding operiert hat. Medienministerin. Verzeihung, das war jetzt nur ein Fehler, aber ich könnte hier auch wieder Fred Stadler sagen, aber egal, sind wir jetzt bei der Frau Raab, bei der Medienministerin natürlich, und dass sie einfach nicht weiß, was sie tut. Sie hat da in ein Gesetz eingegriffen, sie hat schlussendlich die schlechteste Lösung für alle Österreicher und im Übrigen auch für alle Privatfernsehsender zu Wege gebracht, indem sie eine enorme Ungleichstellung der Medien untereinander dadurch dokumentiert und eigentlich fixiert hat. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo man sagt, gut, das ist sogar teilweise verfassungswidrig. Also wenn man jetzt nicht auf die Idee kommt, das ganze Ding zu nehmen, einzustampfen und den ORF auf komplett neue Beine zu stellen, dann weiß ich es nicht. Aber auf welche neue Beine würden Sie es stellen? Weil jetzt gibt es, ich nehme an, nicht auf die gleichen, die zum Beispiel Armin Wolf gesagt hat, der sieht eine historische Chance, auch wenn er es nicht als sehr realistisch ansieht, die ORF-Gremien nicht mehr parteipolitisch zu besetzen, also nicht mehr nach Freundeskreisen aufzuteilen. Also bis zu dem Punkt historische Chance gebe ich dem Armin Wolf recht, ja, aber dann teilt sich unser Weg. Denn im Prinzip sind es ja auch Leute wie der Armin Wolf und viele, viele andere, die dort in der Redaktion arbeiten, die schon längst vergessen haben, was öffentlich-rechtlich eigentlich können soll, sondern die machen einfach Politik, die sehen sich als zusätzliche Partei da drin. Und ich glaube, das ist einmal das Schlimmste, was dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk passieren kann. Das heißt also, wenn wir hier von einer historischen Chance sprechen, dann muss man natürlich einmal schauen, dass man diese Chance insofern nützt, als dass der ORF nicht mehr Wahlen manipuliert. Und bevor da jetzt der große Aufschrei kommt, das ist ja relativ rasch verräumt worden in irgendeiner Kommission. Aber trotzdem, der Fall Ziegler hat uns ja gezeigt, dass bis zum Abend vor der Wahl Propaganda gegen die FPÖ gemacht worden ist in Niederösterreich damals. Sie wissen, was damals alles der Fall gewesen ist. War, wie gesagt, auch Teil von Untersuchungen, die alle schon wieder irgendwo verräumt sind, wo man nie transparent damit umgegangen ist, was da eigentlich dabei rausgekommen ist. War er jetzt der Medienlandesrat der Geheime von der Frau Mikl-Leitner oder nicht? Ja? Also alles das sind Dinge. Der nächste Skandal liegt am Tisch mit Sora. Auch da gibt es natürlich Wahlanalysen und Sonstiges. Im Grunde macht man da auch Umfragen mit einem Institut. Das gleichzeitig. Aber da ist die Zusammenarbeit jetzt aufgelöst. Ja,
Und wenn Sie nicht irgendeiner, der halt den Computerführerschein nicht hundertprozentig passiert hat, ja, wenn Sie den nicht verdrückt, dann wird man es bis heute nicht wissen und Sora wird weitermachen. Ne? Ich möchte jetzt übrigens auch wissen, ob es nicht vielleicht noch andere Folgeverträge oder Sideletters mit Sora gibt, ob nicht vielleicht auch noch der eine oder andere Kommentator an Sora dranhängt und hier tagtäglich Politik mitgestalten kann. Also diese historische Chance müsste man mal nutzen. Auf der einen Seite natürlich eine Entpolitisierung auf der Management-Ebene. Dort haben sich die Grünen festgesetzt wie die Maden im Speck. Ja. Also vom Stiftungsratsvorsitzenden abgesehen bis zum Pius Leitner. Also da geht es Lothar Lockel bis Pius Leitner. Da kann man mannigfaltige Personalien erkennen. Die Nachhaltigkeitsbeauftragte vom ORF ist direkt aus, ich glaube, der Landesgeschäftsstelle Wien in den ORF, der Grünen, aus der Landesgeschäftsstelle der Grünen im Burgenland nach Wien übersiedelt, um es richtig zu sagen. Also da feiern die Parteienfärbungen frohe Urstehend und ich glaube, dagegen muss man natürlich einmal auftreten. Das heißt, also, das könnte man wirklich historisch nützen. Das Zweite, was man machen muss aus meiner Sicht, ist einmal als Politik zu definieren, was muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich leisten, was muss er können. Und ich lasse da gleich dazu ausführen, aber nur weil Sie jetzt das ausgeführt haben, wer nicht alle parteipolitisch besetzen würde. Erstens nur ganz, ich schreie nicht auf, nur ein kurzer Zwischenruf, nicht jeder Journalist, der der FPÖ widerspricht, macht deswegen Politik, sondern er kann mitunter einfach auch widersprechen. Das ist schon Teil der Aufgabe von Journalisten. Und das Zweite, das haben wir ja unter Schwarz-Blau gesehen oder Türkis-Blau anhand der Chats vom Strache. Da wollte man halt dann auch eigene reinsetzen. Also wenn es dann immer nur heißt, Rot und Schwarze raus und stattdessen Blaue rein oder dann wieder Blaue raus und dafür wieder Rote und Schwarze rein oder Grüne rein, wird man das nie durchbrechen. Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen, aber nur eins ist Faktum. Es ist im Gegensatz zum Herrn Nehammer, der Kurzregierung immer angehört hat, ist der Heinz-Christian Strache zurückgetreten und wir haben die Partei auf neue Beine gestellt. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch einmal sagen. Und wissen Sie, gerade was die Berichterstattung betrifft, Sie mögen schon recht haben, wenn Sie sagen, nicht jeder Journalist, der der FPÖ widerspricht, ist deswegen gleich ein Politiker. Aber machen wir es an einem einfachen Beispiel der jüngsten Vergangenheit fest, ja? Der sogenannte Schrebergarten-Skandal der SPÖ. Also ich habe mir jetzt wirklich viele Nachrichtensendungen gerade im ORF dazu angehört, zuletzt auch das Morgenjournal. Und da ist eines schon bemerkenswert. Also wenn es da um den Schrebergartenskandal der SPÖ gibt, dann wird halt gerade einmal der rote Bezirksvorsteher im 22., der Name ist so kompliziert, dass ich ihn gar nicht falsch aussprechen möchte, der wird dort namentlich genannt. Ja. Aber alle anderen, die hochkarätige SPÖler sind, die werden schon nur mehr bezeichnet mit irgendjemand dort und Bezirksvorsteher da und Stellvertreter dort. Und auch die Petra Bayer, ja, eine Nationalrätin der SPÖ, die doch eine wichtige Rolle im SPÖ-Club einnimmt. Ja, und das ganz wichtig ist, dass alle Leute fair und gleich behandelt, weil sie natürlich auch in den entsprechenden Ausschüssen drinnen sitzt. Die hat sich gleich zwei Parzellen gekauft, wird aber namentlich schon ausgeblendet. Ja. Und da denke ich mir schon, also wenn der FPÖ-Gemeinderat aus Gigeritz-Batschen, ja, wenn der eine Verwaltungsübertretung irgendwie sich zu Schulden kommen lässt, dann wird man durch die ZIP 1 bis 5 mit Namen und familiären Hintergrund und beruflichem Background geschossen. Ja. Im Umkehrschluss, wenn man schlicht und ergreifend Grundstückskorruption macht, zumindest liegt der Verdacht dazu sehr nahe, ja, dann ist es egal, dann wird es irgendwie unterschwellig gemacht, auch wenn man ein wichtiges Mitglied im SPÖ-Club ist. Und bei uns wurden übrigens alle Namen genannt. Naja, ich lege nur Wert auf die Feststellung. Sie haben ja auch in Ihrer Signation drinnen, wirklich objektiv. Ne? Gut, jetzt, ich habe Sie ja da unterbrochen, wie Sie gesagt haben, man müsste den ORF anders aufstellen. Jetzt jenseits dieser Strukturen, was heißt das? Weil Sie wissen, es gibt viele ORF-Kollegen, aber auch generell einige, die sagen, die FPÖ will den ORF kurz und klein schlagen. Ja, also da braucht jetzt einmal keiner fürchten, aber was ich zum Beispiel nicht will, ist, dass irgendein ORF-Kasperl wie der Herr Klien, ja, dass der hergeht, irgendwelche Kurzdomains registriert und damit eine Diskussion auslöst, ob es jetzt quasi zu einer Spaltung der ÖVP kommt. Ich glaube, das kann nicht im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, dass der auf der einen Seite dort sein Geld bezieht, ja, und auf der anderen Seite einfach politische Nebelgranaten wirft. Das muss man auch einmal sagen. Und dann kann man nicht sagen, das ist alles unter Satire zu subsumieren. Also das wollte ich zu dem
politisieren oder zu den Politikern innerhalb vom ORF noch anmerken. Aber was uns wichtig wäre, wäre zu definieren, was muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk können. Das ist Information, das ist Bildung, das ist Kultur und Sport. Das sind die wesentlichen Dinge, die zu machen sind. Natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Unterhaltung. Und wenn ich dieses Paket einmal geschnürt habe, dann weiß ich ja schon, wohin die Reise geht. Und dann komme ich wahrscheinlich gleich einmal zum Schluss, dass man ORF 1 einfach nicht braucht. Ja. Und dann muss der Gesetzgeber auch noch Folgendes machen, dass er sagt, gut, was können da jetzt für österreichische Contents hinein, welche Inhalte müssen da gebracht werden, wie viele Sprachanteile müssen drinnen sein, wie viel Werbung darf sein, alles das muss die Politik natürlich definieren. Und auch da kommt man dem ORF wirklich drauf, dass er da dem Zwangsgebührenzahler in X für ein U vormacht, denn die Politik sagt, na gut, machen so und so viele deutschsprachige Musikanteile drinnen, so viel muss gesprochen werden, so viele Dokumentationen mit Heimatbezug sollen auch im ORF sein oder im Österreich-Bezug, sondern auch im ORF vorhanden sein. Das macht der ORF. Der ballert den ORF 1 mit amerikanischen Serien zu. Ja, wenn man denkt, was braucht das der öffentlich-rechtliche Rundfunk machen, können mittlerweile die Streaming-Portale alle viel schneller und aktueller. Und dann gibt es so Nischensender, ja, wie ORF 3 oder Sport Plus. Dort wird dann der öffentlich-rechtliche Auftrag ausgeführt, ja, nur um am Ende des Tages das Ganze in der Statistik drinnen zu stehen haben. Das Gleiche mit Ö3 und Ö1. Ja. Also die Sprachanteile, die vorgeschrieben sind, finden Sie gesetzlich auf Ö1. Halte ich grundsätzlich für ein gutes Radioprogramm, ja, auch sehr informativ. Da sind wirklich gute Diskussionen zu finden und auch gute Nachrichtenberichterstattung. Und das wird sozusagen bei Ö3 eingespart, weil dort gibt es nur ein Gewinnspiel, eine Verlosung nach dem anderen und wieder Musik ohne Ende und dann, wenn man Glück hat, noch eine Minute Nachrichten pro Stunde. Weil das sicher viele unserer Zuseher interessiert, würden Sie im Zuge dieses Aufschnürens des ORF-Gesetzes auch die ORF-Haushaltsabgabe kippen? Selbstverständlich, ja. Also das ist der wichtigste Punkt. Denn ich kann ja nicht vorher schon budgetieren und eine Haushaltsabgabe einfordern von jedem, wo man überhaupt nicht mehr rauskommt, ob man will oder nicht. Ja. Und noch gar nicht wissen, was sind eigentlich die Ansprüche, die man erfüllen muss. Ja. Das heißt, zuerst definieren, was der ORF können muss, dann wissen wir mal, von welchem Geld wir sprechen oder von welcher Menge Geld wir sprechen. Und dann muss man das Budget dementsprechend erstellen. Nicht? Wenn jetzt erst mit der Gießkanne drüber gehen, dem ORF 70 bis 100 Millionen Euro im Jahr draufgeben, mit den Leuten, die man dazu zwingt, das zu tun, und dann zu schauen, dass jedes Jahr das Geld verbrannt wird. Also ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Und natürlich würden wir Freiheitliche diese Zwangsgebühr sofort abschaffen. Ich hoffe auch, dass die Ministerin jetzt nicht auf die Idee kommt, an der festhalten zu wollen. Denn wenn ich jetzt ein ORF-Gesetz habe, das teilweise verfassungswidrig ist, dann kann ich auch nicht an dieser Haushaltsabgabe festhalten. Da steht ja die mit dem ganzen Gesetz auch auf tönernen Beinen. Mhm. Am Mittwoch startet ja, wir kommen weg vom ORF, die Verhandlung gegen den ehemaligen Bundeskanzler der ÖVP, Sebastian Kurz, wegen einer mutmaßlichen Falschaussage vor dem Ibiza-Urschuss, wo Sie ja auch anwesend waren. Was erwarten Sie von dieser Verhandlung und was bedeutet das Ihrer Meinung nach für den Ex-Kanzler? Naja, es bedeutet für ihn einmal, um das von hinten aufzudröseln, einmal eine sehr, sehr unangenehme Situation, denn es ist ja grundsätzlich so, dass jetzt sozusagen der zweite Schritt nach dem Untersuchungsausschuss gesetzt wird. Denn wie Sie wissen, hat der Untersuchungsausschuss natürlich die Aufgabe, die politische Verantwortung zu klären in verschiedenen Belangen. Hier war es konkret die ÖVP-Korruption. Und in einem weiteren Schritt ist dann natürlich auch die Justiz dran. Ja. Und wenn man natürlich jetzt draufkommt, dass der Kanzler mutmaßlich eine Falschaussage, oder der Altkanzler muss man ja sagen, der junge Altkanzler, mutmaßlich eine Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss gemacht hat, dann muss die Justiz der Sache nachgehen. Und soweit ich mich jetzt über den Prozess und über die Verhandlung informiert habe, möchte man sich schon ein möglichst umfangreiches Bild über diesen Sachverhalt schaffen, nämlich wie es zur Besetzung in der ÖBAG gekommen ist und ob der Kanzler, der damalige Kanzler, dort mitgewirkt hat oder nicht. Und das führt dazu, dass es natürlich eine sehr interessante Liste an Zeugen dort gibt und wo man, glaube ich, schon nochmal ganz massiv einen guten Einblick in den damaligen Maschinenraum der ÖVP, Message Control bzw. Möchte ich fast auch sagen, Manager Control bekommen kann. Ja. Denn die ÖVP hat wirklich keine Möglichkeit auslassen, die höchsten Managementposten in der Republik mit eigenen Leuten zu besetzen, mit dem Herrn Schmidt und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass man da noch einmal wirklich sehen kann, wie die ÖVP im Inneren tickt. Ganz zum Abschluss komme ich noch zu einem anderen Thema, weil Sie wissen, dass derzeit alle auch nach dem Terrorattentat der Terroristen der Hamas auf Israel jetzt die
Krieg dort in der Region schon auch über die Rolle in Österreich reden. Die FPÖ hat den Brief unterschrieben, den alle Parteien unterschrieben haben, also mit einer eindeutigen Verurteilung des Terrors logischerweise und einer quasi Solidaritätsbekundung für Israel. Aber die Identitären, und ich muss Sie deswegen fragen, weil der Herbert Kickl die Identitären als normale rechte NGO bezeichnet hatten, haben sich schon am Sonntag nach dem Terrorattentat ziemlich deutlich gegen Israel und damit pro Hamas geäußert. Sind die Identitären tatsächlich nur eine ganz normale rechte NGO oder muss die FPÖ da umdenken? Schauen Sie, Frau Daniel, ich kenne die Beiträge nicht, auf die Sie da jetzt reflektieren. Die stehen gemeinsam auf Demos. Ja, dann müssen Sie mal wieder mal, das haben wir das letzte Mal gehabt, schon das Thema, dann müssen Sie was vorlegen, wo man das, wo man dem das dann entnehmen kann. Nur jetzt haben wir es nicht da. Das heißt, jetzt diskutieren wir wieder Blinde von der Farbe. Aber eines möchte ich Ihnen klar sagen in diesem Zusammenhang. Und das ist ja auch im Brief ganz klar geschrieben worden, nicht zuletzt auch auf Betreiben der FPÖ im letzten Satz, dass wir natürlich Terror grundsätzlich ganz massiv verurteilen. Ja? Und ich glaube, es ist irgendwie mitteleuropäisch üblich, dass man Terror nicht gut heißt. Und genau deswegen gibt es da für mich auch keinen Spielraum. Terror ist Terror ist Terror ist Terror. Ist nicht zu akzeptieren. Und wenn es tatsächlich jemanden gibt, der das gut findet, naja, dann muss man da mal überlegen, wie man das qualifiziert. Ja. Aber Sie werden von keinem FPÖ-Politiker hören, dass er da in irgendeiner Art und Weise das nicht verurteilt, was hier gerade passiert. Und ich hoffe halt, dass es auf beiden Seiten nicht zu solchen Vorfällen kommt, dass schlussendlich dann Zivilpersonen, noch mehr Zivilpersonen, muss man ja eigentlich sagen, Kinder, Frauen und so weiter und so fort, Furchtbarstes erleiden müssen. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass das niemand möchte und das Gegensätzliches niemand für gut empfinden kann. Was ich aber vor dem Hintergrund sehr spannend finde, ist, dass es momentan, ich glaube, 2,4 Afghanen in Pakistan gibt, ja, die dort ausgewiesen werden, weil es dort nämlich 14 Terroranschläge in kürzester Zeit gegeben hat. Und sogar dem pakistanischen Regime sind die Afghanen dort zu viel, 2,4 Millionen, soweit ich gelesen habe. Und dass jetzt eine SPÖ Wien hergeht und beim Bundesparteitag am 11. November einen Antrag einbringt, in dem dann drinnen steht, dass man alle Afghanen einlädt, hier nach Wien zu kommen. Das heißt also den Terror gleich mit. Das halte ich in Zeiten wie diesen natürlich für höchst bedenklich. Und ich glaube, da sollte man mal auch mit der SPÖ Wien drüber reden, was für Ziele hier eigentlich verfolgt werden. Gut, aber jetzt sitzen Sie hier im Studio und deswegen frage ich Sie nicht nach der SPÖ Wien, sondern eben nach den Identitären auch. Danke, Christian Hafenegger. Danke. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten in eine kurze Werbepause und danach geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.